Herzlich willkommen zum Kronstorm-Vlog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir stehen jetzt hier hinten bei uns auf einer Fläche, auf der wir einen Grünlandversuch machen. Wir haben sehr massive Mäuseschäden dieses Jahr. Und da wir sowas noch nie hatten und das auch eher ungewöhnlich ist, solche massiven Schäden zu haben, dann haben wir das genutzt, um mit der Firma Feldsaaten Freudenberger zusammen einen Grünlandversuch zu machen. Wir machen heute 6 verschiedene Anlagen, auf denen wir testen, wie deutsches Weidelgras, wie auch einjähriges Weidelgras in der Nachsaat funktioniert, nach extremen Jahren wie diesem. Also bleibt dran, wir sind jetzt gerade bei der Aussaat. Ihr könnt gleich schauen, wie wir mit einer Nachsaatmaschine genau diese durchführen. Wir werden diesen Versuch ja über einen langen Zeitraum begleiten, immer wieder auch filmen. Kann ich auch noch mal empfehlen, die Seite Feldsaaten Freudenberger einfach mal anzuschauen. Das wird dort etwas intensiver mit begleitet und dort wird auch immer wieder eine Videoaufnahme von uns mal auf der Homepage sein. Ja, wo wir beschreiben, was gerade passiert ist und welcher Versuch gerade gut funktioniert und wie auch später die Erträge auf den einzelnen Versuchen sind. Deswegen, gerade wenn ihr auch im landwirtschaftlichen Sektor unterwegs seid, eine gute Möglichkeit, auch jetzt nochmal den Kanal zu abonnieren, dass ihr das auch nicht verpasst, wenn ihr euch das interessiert. Da gibt es unten so einen Button, da könnt ihr draufklicken und dann kann man da die Glocke noch aktivieren. Und dann werdet ihr auch immer per E-Mail benachrichtigt, wenn ein neues Video raus ist und seid ganz aktuell dann dabei. Wir laufen gleich nochmal zu der Maschine hin, die das ausbringt. Das ist eine Güttler Nachsaatmaschine mit einer Cambridge Walz hinten dran. Das ist so die Standardtechnik, die angewendet wird. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir etwas benutzen, was die allermeisten Landwirte auch benutzen werden. Es gibt noch die Möglichkeit einer Einschlitztechnik, die etwas vorteilhafter noch für Saatgut ist, aber in der Regel striegelt der Landwirt seine Flächen und somit soll das so praxisnah wie möglich stattfinden. Gut, dann kommt mal mit auf die Fläche und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, wir sind gerade am Saatgut abwiegen. Es muss natürlich alles ganz genau passen, dass die Aussaatmengen exakt stimmen. Deswegen wiegen wir alles doppelt und dreifach gerade nach. Kostet natürlich ein bisschen Zeit, ist aber wichtig, damit der Versuch ja so genau wie möglich auch ablaufen kann und wir später vernünftige Ergebnisse auch bekommen, die dann Aussagekraft haben auch für andere Betriebe. Wir machen mal weiter und jetzt kommen noch mal ein paar Aufnahmen von dem Einsehen.